noch vor, weil es doch ein paar auch wichtige Punkte sind, die ich Sie informieren möchte. Es ist zunächst mir eine besondere Ehre, Ihnen heute eine sehr freudige Nachricht überbringen zu können. Ich hatte in meinem Posteingang die folgende Mitteilung. Der Verwaltungsrat und die Gesellschafterversammlung der Bundesgartenbaugesellschaft haben einstimmig beschlossen, die Bundesgartenschau 2033 nach Dresden zu vergeben. Für dieses Vertrauen möchte ich mich ausdrücklich bei der Bundesgartenbaugesellschaft bedanken, die uns sehr intensiv und konstruktiv in den vergangenen Monaten begleitet hat. Mein Dank gilt auch den zahlreichen Mitstreitern hier in der Stadt, sei es die Technische Universität Dresden, die Berufsverbände und Vertreter der Region oder die Verantwortlichen in den Ämtern und Geschäftsbereichen. Mein Dank gilt natürlich und ausdrücklich den Mitgliedern des Stadtbezirksbeiräts und des Stadtrates, die hier intensiv mitgewirkt haben. Sie haben uns begleitet, viele Anregungen gegeben und mit Ihrem Beschluss am 14. Dezember vergangenen Jahres den Weg für eine erfolgreiche Dresdner Bewerbung freigemacht. Das Besondere an unserem Konzept ist, dass es nicht nur an die großartige Gartenbautradition der vergangenen Jahrhunderte anknüpft. Als Leitmotiv der BUGA 2033 werden wir Brüche und Transformationsprozesse in unserer Stadtgeschichte und Stadtentwicklung thematisieren. Die Trümmerberge und Halden, die über die Stadt verteilt sind, spielen dabei als Landmarken eine besondere Rolle. Diese Erhebungen als bedeutende Erinnerungsorte sollen als zentrale Bereiche entwickelt und näher im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden. Ein wesentliches Ziel ist es dabei, bereits vorhandene Grün- und Freiflächen einzubinden und weiterzuentwickeln. Uns bietet sich die Chance, innerhalb von weniger als 10 Jahren Gebiete in unserer Stadt zu entwickeln, die ansonsten noch über Jahrzehnte brach liegen würden. Hiermit meine ich auch insbesondere das Umfeld am Blauen Band Geberbach und in Kiessehen in Leuben. Und wir werden mit dem Südpark nicht nur den Stadtteil auf, sondern auch den Campus unserer Exzellenzuniversität. Natürlich gilt es jetzt gezielt, die nächsten Schritte anzugehen. Dazu gehören der zwingend notwendige Durchführungsvertrag mit der Bundesgartenbaugesellschaft sowie die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft. Mit der positiven Entscheidung jetzt werden wir die entsprechenden Planungen vorantreiben und zeitnah die Entscheidungsvorlagen in den Rat einbringen. Mein Ziel ist es durchaus, dass wir noch in dieser Wahlperiode zu einer Entscheidung über Vertrag und Gesellschaft kommen könnten. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte, gestatten Sie mir noch einen weiteren Punkt anzusprechen. In dieser Woche haben wir als Leitungsteam 2 Vorlagen auf den Weg gebracht, die vielen von Ihnen und auch mir ganz persönlich sehr am Herzen liegen. Dazu möchte ich einen kleinen Blick zurückwerfen. Am 25. September 2021 haben wir gemeinsam an den 2018 verstorbenen Henry Arnold erinnert und einer großartigen Festakt seinen 100. Geburtstag gewürdigt. Mit dabei im Kulturpalast waren nicht nur 500 geladene Gäste aus Dresden, sondern ein sehr großer Teil der Familie Arnold selbst. Aus dieser Veranstaltung heraus, die im Übrigen unter dem Motto Building Bridges stand, hat sich ein sehr intensiver Gesprächsfaden entwickelt. Der gesamten Familie war es ein enormes Anliegen, noch einmal der Stadt Dresden eine Spende zukommen zu lassen, die die Herzenssache von Henry Arnold aufgreift, nämlich Brücken zu bauen zwischen Menschen verschiedener Religionen, Nationalitäten und Hautfarbe. Ich will an dieser Stelle daran erinnern, dass keine andere Familie, Einzelperson oder Institution so umfangreich in Dresden als Mäzen und Förderer seit der Wiedervereinigung tätig gewesen ist. Ob für die Frauenkirche,
das Georg-Anhalt-Bad, die Synagoge oder die staatlichen Kunstsammlungen. Die Anhalts haben erhebliche Millionenbeträge gespendet, und zwar ohne jegliches finanzielles und wirtschaftliches Eigeninteresse. Dauerhaft sind außerdem Stipendien an die Palucka-Schule sowie an die TU Dresden eingerichtet. Jetzt möchte die Familie der Stadt Dresden weitere rund 1,9 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Wir schlagen Ihnen als Stadtrat in Absprache mit den Anhalts vor, dieses Geld in zwei Richtungen einzusetzen. Erstens wollen wir in der Renitzgasse 8 ein Haus der Brücke einrichten. Hier sollen Veranstaltungsräume und Büroflächen zu kostengünstigen Konditionen an Vereine und Organisationen vermietet werden. Insbesondere wollen wir den über 100 Migrantenorganisationen in unserer Stadt hier ein Angebot unterbreiten. Ziel ist ein Haus der Begegnung für die Dresdnerinnen und Dresdner, egal welcher Religion, Hautfarbe oder Herkunft, zu schaffen. Ganz im Sinne von Henry Arnold. Dazu legen wir eine Konzeption vor, die den Bedarf deutlich skizziert und gleichzeitig aufzeigt, wie wir in den kommenden Jahren das Haus der Brücke zu einer festen Institution in unserer Stadt entwickeln wollen. Die Spende ermöglicht es uns zweitens, dass wir die Robotron-Kantine so ertüchtigen, dass das Kunsthaus Dresden dort eine neue Heimat findet. Rund 1,5 Millionen Euro helfen, den ersten Bauabschnitt in Angriff zu nehmen und so einen lang gehegten Plan in die Tat umzusetzen. Mit dem Ankauf der Robotron-Kantine besteht die Chance, ein industrie- und baugeschichtlich relevantes Gebäude der Ostmoderne in der Dresdner Stadtmitte zu erwerben, welches sich noch weitestgehend im originalen Bauzustand befindet. Die obere Denkmalschutzbehörde hat die Robotron-Kantine im August letzten Jahres unter Denkmalschutz gestellt und damit ein deutliches Zeichen für deren Erhalt gesetzt. Mit dem Erwerb kann die Landeshauptstadt nun aktiv dazu beitragen, das Solitärgebäude als bedeutendes Architekturzeugnis der Nachkriegsmoderne einer Revitalisierung zuzuführen. Eingebettet in die Gestaltung der Gesamtanlage Blüherpark kann somit ein lebhafter Ort der Gegenwartskunst etabliert werden. Mit den Spendenmitteln wird die erste Ausbaustufe finanziert, um den ganzjährigen Betrieb der genannten Nutzung im Objekt zu ermöglichen. Eine zwingende Investitionsverpflichtung für die unmittelbar Folgejahre entsteht im Rahmen der vorliegenden Ankaufsvorlage nicht. Um die Robotron-Kantine entsprechend Nutzungskonzept langfristig als Anziehungspunkt für zeitgenössische Kultur und Kunst zu entwickeln, ist eine Gesamtinvestition bis zu 9 Millionen Euro erforderlich. Deshalb möchte sich die Landeshauptstadt Dresden am Fördermittelaufruf nationale Projekte des Städtebaus für die Robotron-Kantine beteiligen, bei der eine Förderquote von bis zu 2/3 möglich ist. Voraussetzung für den Fördermittelantrag ist ein Ratsbeschluss sowie der Eigentumsübertrag. Und genau das wollen wir jetzt Ihnen vorlegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, beide Beschlussvorlagen haben wir nun zu Ihrer Beratung auf den Weg gebracht und ich hoffe sehr, dass wir zu einem konstruktiven Austausch kommen werden. Mich begeistert es sehr zu sehen, dass die Familie Arnold sich weiterhin in dieser Art und Weise der Stadt Dresden verbunden fühlt. Dafür gilt Ihnen unser aller Dank. Vielen Dank. Soweit der Bericht des Oberbürgermeisters. Damit